Hallo und guten Tag, mein Name ist Michael Ritzert und ich darf Sie wiederum recht herzlich begrüßen zu unserem neuen Blogbeitrag Nummer 17, in dem es heute darum geht, wie Sie Ihre erste Chance beim Privatverkäufer so nutzen, dass Sie einen bleibenden Eindruck hinterlassen, weil Sie im Regelfall keine zweite Chance bekommen, um diesen Eindruck aufzubauen. Also, Sie haben genau eine einzige Chance beim Privatverkäufer, einen guten Eindruck zu hinterlassen. Nutzen Sie ihn bitte! Sie stehen im Wettbewerb mit vielen anderen Kolleginnen und Kollegen. Umso wichtiger ist es eben, dass Sie beim allerersten Mal, wo Sie sich präsentieren, einen bleibenden Eindruck, einen bleibenden Mehrwert hinterlassen, damit der Verkäufer Sie wiederum anspricht, mit Ihnen weiter den Dialog fortführt und Sie auch dann möglicherweise in der optimalen Konsequenz auch für das Maklerverkaufsmandat beauftragt. Das heißt, Sie stehen im Wettbewerb. Es sind, je nachdem, in welchem Teilmarkt Sie arbeiten, viele Kolleginnen und Kollegen, die genauso motiviert sind wie Sie, die genauso nett sind, so sympathisch sind wie Sie und wollen das Mandat generieren. Also, der Verkäufer muss erkennen, dass von vielen Maklern, die parallel nacheinander auf der Matte stehen, Sie, nämlich Sie ganz genau, den entscheidenden Mehrwert liefern. Und das geht eben auch nur dann, wenn Sie was erzählen, was er eben noch nicht weiß. Wenn Sie nur das erzählen, was er eh schon weiß, geht es hier in das rechte Ohr rein und das linke wieder raus. Bauchpinselei bringt hier überhaupt nichts. Natürlich müssen Sie ihn hofieren, aber Sie müssen genauso gut genau die Punkte rausarbeiten und genau die Dinge, die eben noch nicht weiß, so kommunizieren, dass er eben weiß, dass es ein Vorteil ist, wenn er Sie beauftragt. Das heißt also, der Mehrwert muss für den Verkäufer klar erkennbar sein. Und das schaffen Sie eben auch nur im ersten Termin. Warum soll er Sie denn nochmal anrufen? Warum soll er zu Ihnen ins Büro kommen, um mehr zu erfahren, wenn er davon ausgeht, er kann nichts Neues erfahren von Ihnen, weil Sie eben noch keinen Mehrwert geliefert haben? Und es gibt viele Optionen, wie Sie Mehrwerte schaffen können. Heute in diesem Blog werden wir uns um einen einzigen Mehrwert kümmern, und zwar um das Thema Energieeinsparverordnung. Ganz klar, jeder Makler sollte grundsätzlich Sozialkompetenz haben, Empathie besitzen, um eben auch diese Dialoge zu führen. Nur das Ganze nutzt ihm nichts, noch einmal, weil viele andere auch gleichwohl sympathisch sind und empathisch sind. Aber wenn Sie das Ganze kombinieren mit Fachwissen, mit dem Wissen, Mehrwertwissen mit Nutzen kommunizieren, dann haben Sie es möglicherweise geschafft, genau diesen einen Step, den entscheidenden Step zu gehen, damit er Ihnen auch zuhört. Und heute reden wir unter anderem über das Thema Energieeinsparverordnung, über Haustechnik, Heizungsanlagen, weil damit können Sie immer wieder gnadenlos punkten. Weil ich stelle immer wieder fest, auch in den letzten 20 Jahren meines Business, dass eben das nicht immer wieder, gerade von Kolleginnen und Kollegen, also von Maklerkolleginnen und Kollegen, vor Ort entsprechend ausgearbeitet wird. Weil damit können Sie punkten und können schon einen entscheidenden Mehrwert dafür liefern, dass er Ihnen zuhört und den Dialog, ich betone das gerne noch einmal, mit Ihnen weiter fortführt. Lassen Sie uns darüber reden, welche Primärenergiearten gibt es denn? Das wissen Sie alle, es gibt das klassische Gas, es gibt das Öl, es gibt die Fernwärme, es gibt die Geothermie, sprich die Erdwärme, Solarthermie, Sonnenkollektoren, Umwelttermie, Luftwasser, Wärmepumpen und natürlich auch immer noch das klassische Holz und die Pellets, dabei auch nicht zu vergessen. Ein wichtiger Knackpunkt, bevor ich zu den Heizungskesseln komme, ist immer wieder das Gleiche, wie Sie damit punkten können. Sie wissen alle, es gibt ältere Heizungsanlagen beispielsweise in den Kellern verbaut. Und wenn ein Kessel jetzt älter als 30 Jahre ist, also Baujahr 86 und älter, dann muss dieser Kessel, ich betone, muss dieser Kessel zwingend beim Verkauf dieses Hauses getauscht werden. Auch wenn er noch funktioniert. Und wir reden nicht von zwingendem Tausch des Verkäufers, sondern von dem, der das Haus kauft. Heißt also, wenn Sie ein Haus im Mandat haben, der Kessel ist Baujahr 86 und älter und der Verkäufer verkauft dieses Haus, dann muss der neue Eigentümer innerhalb von 2 Jahren diesen Kessel zwingend tauschen, gemäß Energieeinsparverordnung § 10. Es war vor 3 Jahren noch gewesen, 78 und älter, und aufgrund der neuen NF 2014 wurde diese Frist verlängert um weitere 8 Jahre. Also verkürzt, nicht verlängert, verkürzt natürlich, um weitere 8 Jahre. Aus 78 wurde es 86. Und die NF 2016, 16 minus 30 Jahre 86, Baujahr 86, heißt, alle Kessel, die so alt sind, müssen getauscht werden. Heißt für Sie im Dialog schon bereits im Keller,
Wenn Sie mit Ihrem Verkäufer sprechen und Sie schauen sich den Kessel an und sehen das Typen ja oder fragen Ihren Verkäufer, Hausbau 79, ist noch die erste Heizung? Er sagt ja, dann sagen Sie ihm ganz klar, da muss ich Sie auf Folgendes hinweisen, der Kessel funktioniert zwar noch, wunderbar, alles klasse, aber im Falle eines Verkaufs muss der neue Eigentümer diesen Kessel tauschen. Heißt übersetzt für Sie an Ihrer Bewertung, Sie verkaufen ein Haus eigentlich ohne Heizungsanlage, weil dieser Kessel auch getauscht werden muss. Das sind Dinge, die Sie kommunizieren können und die automatisch was natürlich beim Verkäufer initiieren. Oh, wusste ich gar nicht. Na klar, können Sie gar nicht wissen, Herr Verkäufer, dafür haben Sie ja mich. Meine Aufgabe ist, Sie darüber zu informieren, dass es eben dieses Gesetz gibt, diese gesetzgebende Regelung gibt und das alles muss eben berücksichtigt werden. Ein kleiner Trick hier nochmal als Hinweis, Heizung, schauen Sie rein, Paragraph 10 Energieeinsparverordnung, da wird genau das auch noch einmal natürlich übersetzt. Gilt wohlgemerkt immer auch für Konstantheizkessel. Jetzt kommen wir zu den Heizkessel, das ist der Standardkessel. Die werden gar nicht mehr gebaut, diese Kessel. Ich sagte ja, 86 und älter gibt es natürlich nicht mehr. Das sind die klassischen Konstantheizkessel mit der klassischen Grundtemperatur. Und wenn diese Kessel eben noch verbaut sind, müssen die eben, wenn sie Baujahr 86 und älter sind, automatisch auch getauscht werden. Die nächste Stufe ist der sogenannte Niedertemperaturkessel, der mit Wärmetauschern arbeitet noch einmal, der wiederum eine höhere Energieeffizienz hat und die werden eben auch noch verbaut. Sollte man nur wissen, es gibt den Konstanttemperaturheizkessel, sprich Standardheizkessel, es gibt den Niedertemperaturheizkessel. Und natürlich die optimalste Weise ist, wenn Sie über Gas arbeiten, ist eben dann auch der Brennwertheizkessel, der sowohl mit Öl, Gas und eben auch festen Brennstoffen wie Pellets eben funktionieren kann. Damit Sie mal sehen, was kostet sowas, das ist eine entscheidende Frage. Wenn Sie Ihren Kunden darauf hinweisen, sagen, ja, es ist dann erst einmal so, dass er getauscht werden müsste, nicht von Ihnen, aber Sie verkaufen eben ein Haus ohne Heizung, dann kommt vielleicht auch gleich im Anschluss die Frage, was kostet denn sowas? Auch da ein kurzer Auszug, zwischen 5.000 und 8.000 Euro kostet der eigentliche Kessel. Plus Installation, plus Umbau, Entsorgung sind wir bei zwischen 10.000 und 15.000 Euro. Also die Größe ist so in etwa die Benchmark für einen Tausch eines alten Kessels in ein neues Heizungssystem. Wobei sich die Frage auch dann darstellt, inwieweit man gleichzeitig auch die Zuleitung ändert vor Rücklaufleitung und auch die Heizkörper, die Endheizkörper möglicherweise mit tauscht. Weil im Regelfall geht ja auch dann eine alte Heizkörpertechnik, also ich sage jetzt Wandheizkörpertechnik einher, dass man einen kompletten Austausch macht. Möglicherweise verändert sich die Zahl dann von 10 bis 15 bis maximal 20.000 Euro. Das ist so eine Zielgröße, die man grundsätzlich erstmal ansetzen kann. Das heißt also, darüber hinaus gibt es aber auch noch andere Wärmeerzeuger eben ohne Verbrennungsfunktion, was heute gang und gäbe ist, um unter anderem auch dann die KfW bis KfW 55 bis Passivfeuerwehrstandard zu erreichen. Das ist eben die Solarthermie. Nochmal, wissen Sie alle, Sonnenkollektoren auf dem Dach, Wärmepumpenheizung, die sowohl über Luftwasser und Erdheizungserzeuger eben funktionieren. Das Einzige, was Sie dazu brauchen, ist ein Kompressor, der wirklich dann letztendlich Geld verpulvert, zwar die Stromerzeugung dafür, dass eben auch dann die Heiztechnik funktioniert. Wichtig ist in der Besetzung aber immer die Energieeffizienzklassen. Und da sehen Sie immer A+ bis maximal H. Also grün ist gut, rot ist weniger gut. Aber ich betone noch einmal, der Energieausweis ist ein reiner Informationsausweis. Bedeutet also auch da bitte jetzt keine Angst davor. Wir haben auch schon vor der Energieeinsparverordnung Häuser verkauft, die gebraucht waren, älter waren. Damit wird nur nochmal dokumentiert, dass eben dieses Haus, was ja offensichtlich ist bei einem Haus, was 40, 50 Jahre alt ist, eben nicht die Heiztechnik hat wie ein Neubau. Wichtig ist für Sie in der Besetzung nur zu wissen, wenn Sie die Zahlen sehen, was heißt das denn? Gebrauchte Häuser haben im Regelfall ein CD-Level. Sie werden ein gebrauchtes Haus, auch wenn Sie es noch so gut dämmen, nie auf ein A-Level bekommen. Funktioniert nicht. Aber wichtig ist für Sie eine Erkenntnis nur, Sie wissen, dass eben dann bei einem C-Haus beispielsweise bis 100 kW pro Quadratmeter Wohnfläche eben verbraucht wird. Heißt in der Besetzung, das heißt, das Haus braucht eben pro Quadratmeter 7 Euro Energieverbrauch. Bedeutet logischerweise mehr als ein Haus mit A-Level, aber weniger als ein Haus mit H. Bedeutet für Sie wiederum nur in der Erkenntnis, Sie wissen, dass Sie damit arbeiten können, weil das ist das Entscheidende. Lassen Sie sich nicht blenden von den Zahlen, von den KW-Zahlen, sondern Übersetzung ist immer, was brauche ich denn wirklich an Kosten, um dieses Haus zu bewirtschaften? Und so versuche ich es immer runterzubrechen auf einen relativ simplen Dialog, wo ich sage, ja, es ist dann so,
Nur wäre das Haus A-Level, wäre es ja auch teurer, weil es eben am neueren Datums wäre. Also ist eine Kostenrechnung, Kosten-Nutzen-Rechnung, oftmals das Thema auch Amortisation. Das heißt, selbst wenn Sie ein gebrauchtes Haus haben, stellt sich die Frage, macht es überhaupt Sinn, das komplett energetisch so aufzurüsten, was maximal machbar wäre. Macht im Regelfall keinen Sinn. Vollwärmeschutz, Wärmeverbundsysteme, neue Heizanlage, Dach, Spenglerarbeiten, alles komplett neu machen, kostet sie vielleicht 70.000, 80.000 Euro, aber der Reinvest, Return on Invest für diese Investition, haben sie oftmals erst in 50, 60, 70 Jahren. Frage ist, macht das Sinn, macht das keinen Sinn? Müssen Sie entscheiden. Hier geht es einfach nur darum, dem Kunden aufzuzeigen, ich weiß Bescheid, Sie wissen jetzt über mich Bescheid, das sind die Kennzahlen, das sind die Vergleichszahlen, um einem Verkäufer und auch einem Käufer, der sich für den Kauf interessiert, eben klar zu machen, keine Angst vor einem D-Level oder C-Level, es ist erst einmal so, weil es eben nur mal ein gebrauchtes Haus ist, heißt übersetzt, wäre es ein A-Level, wäre es neuere und würde auch automatisch mehr Geld kosten. Also, das heißt, Sie haben gesehen und gehört, dass es eben viele, viele Optionen geben kann, um sich als Mehrwertmakler zu positionieren. Aber glauben Sie mir, das Thema Heizung ist immer wieder ein brutaler Mehrwert, den Sie darstellen können im allerersten Termin. Wenn Sie genau dort im Keller stehen und Ihren Verkäufer unter anderem auf die Gegebenheiten der Energieeinsparverordnung § 10 hinweisen, dazu gehören unter anderem noch dann auch, dass die Warmzuführleitungen gedämmt werden müssen, was ich auch immer wieder sehe. Da war der Heizungsbauer gerade da gewesen beispielsweise und hat seinen Kunden, nämlich in dem Fall den Verkäufer, nicht darauf hingewiesen, dass unter anderem die Warmwasserzuleitungen auch gedämmt werden, ummantelt, umschaumt sein müssen beispielsweise. Sie sehen, es gibt immer auch noch viel zu tun, aber Ihre Aufgabe ist eben unter anderem als guter Makler, Ihren Verkäufer darauf hinzuweisen. Und Sie schaffen automatisch dann diesen Mehrwert, dass er Ihnen zuhört und sagt, oh, das war der einzige von den 35 Maklern, der mich darauf hingewiesen hat, da sollte ich vielleicht doch das nächste Mal noch etwas genauer zuhören. Ich bin gespannt, was er mir noch zu erzählen hat. Gerne komme ich möglicherweise zu Ihnen zum zweiten Mal ins Büro. Und tja, wenn Sie ein zweites Mal am Wickel haben, seien Sie versichert, steigen die Chancen umso mehr, mit diesem Kunden auch ein Mandat zu schließen. Also, das zum Thema heute, Block 17, dass Sie nur eine einzige Chance haben, im Ersttermin sich von vielen anderen Kolleginnen und Kollegen zu positionieren, vor allem auch sie zu distanzieren, und das wollte ich Ihnen heute Damen in die Hand geben. Also, ich wünsche Ihnen maximalen Erfolg. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Ihr Michael Ritzert.